Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Kapitel 5. Ich versuche ja storytechnisch das alles so abzufrühstücken, dass alles auch passt. Ich glaube, das müssten wir als nächstes machen. Epsilon. Dann machen wir das mal. Wow, das war's? Ich habe noch nicht mal drauf geachtet, es tut mir leid. いましたよ、綾音さん。あなたほのかを探して、ほら行って。ああ、バッ。 Mensch! Und jetzt Finisher! Bye bye Nico! Es tut mir so leid! Sasuga, anata mo Raidou no musume toyu dake no koto wa arimasu ne. Ima, anata mo tte itta wa ne. Really? Ayane und Honoka sind Geschwister? Hm. Okay, nehme ich mal so hin. Nehme ich mal so hin. Oh, wir haben hier noch das Finale! Sonst kämpft ja keiner mehr. Alle anderen sind unterwegs. Und keine Ahnung, was zu machen. Sind die Storylines von den anderen wirklich so kurz irgendwie? Ich glaube, da kommt noch was. So ein. Hä? Okay. Wieso Diego?
Diego, hallo, stopp, aus. Ups, ich hatte ja das Mikro schon an. Was? Das ist eine Überraschung. Das ist eine verdammt geile Überraschung. Diego gewinnt dieses Turnier. Ist das denn die Möglichkeit? Diego! Diego Nando! Okay. Ich kann immer noch stehen. Der Kampf ist jetzt vorbei, wenn ich liege. Wenn du liegst. Oh, Diego, du kannst kämpfen. Ach komm. Oh doch, Yanli. Ach komm. Der kämpft aber so krass, Yanli. Das ist eine mega Überraschung. Ich dachte wirklich, die spoilern uns den Sieger und dann wechselt es einfach. Das ist verdammt gut. Also ich finde das klasse. So ein Kampf in einem Kampf, mit dem man gar nicht rechnet. Hat Diego jetzt Dead or Alive 6 gewonnen? Ich finde das immer so witzig, dass das einfach nur nebenbei passiert, ne? Während die wichtigen Sachen... Hello again! Hi, Katoka! Yanli wollte gerade Prügel. Habe ich zwar Prügel bezogen, aber egal. Ich guck noch mal kurz, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Ich habe das Gefühl, wir haben alle Stränge durch. Das wird wirklich nur noch... Aber ich könnte mir vorstellen, dass halt noch andere Stränge wieder dazukommen. Ja, hier zum Beispiel. Muss halt erstmal den normalen Strang weiterspielen. Oder eher gesagt, Kapitel 6 werden. Was? So läuft das hier, genau. Hätte ich dich nicht begrüßt, dann prügel erst recht. Ah, es geht doch nichts über Red Bull. Oh.
Bitte was? 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 Rick, hallo! Lass mich doch erstmal. Danach darfst du. Oh Gott, Armbreaker. Oh, Rick ist auch so ein verdammt cooler Charakter. Also, ich fand ihn schon in 5 kam der zuerst vor, ne? Den fand ich da schon geil. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Alter! Nein! Nein! Was? Alter Falter! Was war das denn? Nein, 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 ich kann noch kämpfen. Das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Also mittlerweile sind die Kämpfe schon ein bisschen anspruchsvoller. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich sollte lieber blocken, anstatt versuchen zu kontern. Mein Fehler ist, ich versuche immer zu kontern, und wenn ich kontern will, aber er natürlich eine Richtung einschlägt, die ich nicht kontern kann, dann kriege ich Prügel. Nach unseren neuesten Kenntnissen ist übrigens Ayane und Honoka Geschwister. Oh yeah! Ja, schon wieder so ein Prototyp! Alter, was für ein Move! Ayane war um meine Taske und Motonete. Ayane ist in Gefahr. Ich überlege immer, halt mein Mikro in dem Moment, wo eine Sequenz ist, stumm zu stellen. Aber eine Sekunde später ist die Sequenz vorbei, also. Ich will ja nicht in die Szenen reinplappern. こんなところまで来て悪い子だね。お仕置きだよ。やめておけ。そうや。
Mach Christy kalt! Und Bayman Punch! Mitten ins Gesicht. Respekt, Chelle. Oasobi war kokomade. Komori war anta ni makaseru yo. Oh, süß! Nee, ich darf nicht Marie Rose spielen! Was ist das denn? Na gut, hab's eigentlich schon geahnt, dass ich Bayman spielen muss, weil Bayman ist ja immerhin, glaub, seine Storyline hier. Ich kann Bayman nicht! Und ich kann keine niedlichen kleinen Mädels schlagen. Wie hab ich da... Was? Oh, wie cool! Oh Gott, was? Bitte? Ich kann Damon nicht. Und das mit dem Greifen war nur Zufall, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ich habe X gedrückt, das ist ja die Greiftaste. Ich wusste nicht, dass er von unten aus auch greifen kann. Wie cool ist das denn? Oh Gott! Erstmal Neckbreaker! Oh Gott! Boah, voll in die... Es hat tut mir leid! Ich habe ihre Zöpfe zerstört! Das macht sie noch niedlich! Ja, Marie Rose ist schon niedlich. Ist richtig kawaii, der so, ne? Neue Trivia freigeschaltet. Zusätzliche Mission. Da kann man, bei den Trivia kann man sich immer noch neue Sachen durchlesen. Wiederauferstehung. Ich finde, dass das Storyline-technisch gut passt, wenn man dann in die Nebenstränge reinrutschen kann. Oben war totales Chaos, da wusste ich nicht, wo ich zuerst hin soll.
Letztes Kapitel. Wir hätten es damals wirklich durchspielen können, ne?